Hallo liebe Zuschauer, Frank Fischer, RF Fotoschule. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar haben wir hier einen Adapter, womit man Systemblitze an Lichtformer für Blitzanlagen der Firma Boens adaptieren kann. Ich glaube, man kann das hier schon ganz gut erkennen. Ich habe hier auf der einen Seite quasi das Bajonett. Hier kommt also der Lichtformer dran. Ich habe schon mal auf einem Beitrag auf ff-fotoschule.de unter den News geschrieben, dass ich das bei manchen Lichtformen für absoluten Unsinn halte, bei anderen aber für sehr sinnvoll, zum Beispiel Beauty-Tisch oder Spots oder sowas. Also hier kommt der Lichtformer von Boens ran. Dann mache ich ja nichts anderes, wie hier das Ganze zu montieren. Stelle die Höhe ein, packe meinen Systemblitz hier auf den eingebauten Blitzschuh, tue dieses Ganze hiermit auf ein Standard-Leuchtenstativ und das wollen wir jetzt mal ganz kurz machen. Ich nehme mal mit dem Studio, komm mal ganz kurz mit. Bis gleich. Okay. So, da sind wir wieder. Jetzt hier montiert das ganze Teil. Wollen wir hier den Tisch drauf machen. So, raste der ein. Dann haben wir hier hinten, ich drehe das Ganze mal und hier euch das mal zeigen. Hier hinten so einen Zapfen, den man ziehen kann. Ich mache es hier noch mal ein bisschen in diese Kamera. Hier. Und damit löst man das Ganze und lasse das Bajonett wieder ab. Also rein damit. So, jetzt hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt zum Thema, was an Lichtformer macht mit dem Ding Sinn und was nicht. Und jetzt zeige ich gleich mal ein Beispielbild. Das erste Beispielbild ist von vorne in den Tisch rein fotografiert. Da seht ihr, dass die Ausbreitung des Lichtes über den Tisch sehr schön gleichmäßig ist. Es hängt auch damit zusammen, ich habe das schon mal erklärt, dass der Blitz, ich zeige das hier hinten nochmal, natürlich schön gerade in den Tisch reinblitzt. So. Dann hier hinter reflektiert wird, wieder zurückfällt und dann aus dem Blitz rauskommt. Und das zweite, was wir euch zeigen, das seht ihr jetzt hier auf dem nächsten Bild, ist das Verhalten in einer Softbox. Und da seht ihr eben, dass der Blitz sehr zentral in die Softbox reinblitzt und sich nicht vernünftig ausbreiten kann, das Licht. Insofern macht es eben in der Softbox und diesem Adapter auch ganz, ganz wenig Sinn. Ja, soweit, so gut. Einmal Adapter an Boens Blitzanlagen gezeigt. Geht auch mit dem Spot. Aber mit allen anderen Lichtformen, also außer Flügel, Tor, Spot, Beauty-Dish, macht dieser Adapter keinen Sinn, weil dafür gibt es aber andere Lösungen, so kompakte Systemblitz, Softboxen. Da würde ich ihr die empfehlen und nicht an so eine große Softbox adaptieren. Das war's, auf bald. Tschüss, Frank Fischer für Fotoschule.